So Leute, willkommen bei WeBarbecue zum neuen Video. Heute gibt es kein klassisches Barbecue-Gericht, sondern das originale Wiener Schnitzel aus Kalbfleisch, Kalb-Oberschalen in dem Fall am Stück. Wird gleich schön in Scheiben geschnitten, schön platt geklopft. Mit Bratkartoffeln, schön Speck da rein, Zwiebeln, Knoblauch. Klassisch auch zum Wiener Schnitzel gibt es nur Zitrone und Preiselbeeren, keine Soße. Fange ich euch an mit dem Vorbereiten und dann sehen wir uns gleich. So, der Nick will heute mal hier ein bisschen probieren, deswegen schneide ich jetzt einfach mal eine Scheibe. Erstmal probiert, ob es überhaupt schmeckt. Ja. Zange haben wir auch da, sehr gut. Ich hab vorgesagt. Beste Grillzange, die es gibt. Leute, ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, wie euch die Foodtour im Red Barn gefallen hat. Ihr könnt auch gerne vorschlagen, wo wir nochmal so hingehen sollen, was hier in der Umgebung ist. Wir sind da offen für Neues. Und wir, die Empfehlungen sind scheiße. Wir sind dann knallhart, also da wird kein Blatt vor den Mund genommen. Überhaupt nicht. Und das, Leute, dürft ihr auch auf jeden Fall keinem erzählen. Wir haben gekochte Kartoffeln gekauft. Das schön schneller geht, sparen wir schön Zeit, Arbeit. Für die Gastro eigentlich richtig geil, gell? So. Wenn sie was können. Das werden wir heute sehen. Jetzt schneide ich erstmal die Kartoffeln in Scheiben, Würfel. Für schöne Bratkartoffeln, dann den Speck, die Zwiebeln. Und dann fange ich erst mit dem Schnitzel an, weil das mache ich dann direkt frisch von der Panierstraße in die Pfanne drin. Die sind schon richtig geil weich gekocht, ne? Ja. Kannst du jetzt quasi einfach einen Smoker legen, wir auch geil bestimmt an. Aufgeschnitten mit Sour Cream und so rein, Bacon drüber. Schnitze einmal so. Ich probiere jetzt mal immer ein Stück. Jetzt ein paar mal so, schön grobe Scheiben. Ich probiere das mal, ja. Meinst du, schmeckt? Ja, warum nicht? Ich sag. Bisschen zu weich vielleicht. Mhm. Könnte schon zu weich sein für Bratkartoffeln. Vielleicht gibt es ein paar Kartoffelmatsch. Werden wir sehen. Noch die Zwiebeln, die schneide ich auch in schön große, grobe Würfel. Knoblauch ein bisschen feiner. Und dann wird schon, dann noch erst den Speck schneiden und dann noch die Zwiebel, dann wird das Fleisch geschnitten. Bin ich mal gespannt, hab schon die selber gemacht, glaube ich. Hast du nie einen Schnitzel gemacht? Komplett selbst, glaube ich nicht. Nur mal bei der Mutter mal. Eine gute Voraussetzung. Mitgeklopft. Ich musste übrigens auch letztens Zwiebeln schneiden, habe ich es auch so gemacht. Und es ist mir das erste Mal gelungen, Zwiebeln zu schneiden. Ja, und Leute, auch beim Zwiebeln schneiden, schneidet einfach nur so, das reinschneiden braucht ihr nicht, das ist einfach nur Show. Weil die Zwiebeln, wenn ich jetzt runterschneide, ohne den Querschnitt, fallen sie trotzdem auseinander, weil die Zwiebel an sich schon so Schichten hat. Braucht nicht reinzuschneiden. Was machst du da? Hä? Neues Spielzeug entdeckt. So, der Knoblauch ist auch geschnibbelt und jetzt kommt als nächstes der Bacon für die Bratkartoffeln. Wir machen jetzt auch nur eine kleine Portion. Wie ihr hier seht, das sind jetzt zwei Kartoffeln und nur so ein Streifen hier vom Bacon. Aber es kommt natürlich nicht alles rein, das ist ein bisschen viel für die kleine Menge. Oder mal gucken. Ja doch, das kann schon rein, würde ich sagen. Aber wir machen jetzt nämlich fürs Video erstmal nur ein Schnitzel und ein bisschen. Dass ihr seht, wie es gemacht wird. Genau. Weil meine Eltern essen später mit. Für die hungrige Meute gekocht. Genau. Auch den Bacon, nicht zu fein, nicht zu grob. Ein paar schöne Würfel. Streifen, wie auch immer. So, jetzt geht's ans Schnitzelfleisch. Und du hast kurz wieder keinen Platz. Seite. Ne? Ja, brauchen unbedingt eine Außenküche. Ganz gut geklappt. Da, wir haben jetzt das Fleisch ein bisschen pariert. Jetzt werden die Schnitzel runtergeschnitten, also erstmal eins immer gegen die Faser, also so und niemals mit der Faser.
Mal so gucken, wie es hier aussieht. Ja, das wird ein bisschen, dann muss noch mal einschneiden zum Klopfen. Probe, wie es wird. Jetzt wird das natürlich noch eingeschnitten für den Schmetterlingsschnitt. Runter, bis es flach liegt. Sauber, ja. Ja. Das hat bisschen geklappt. Hut ab! Gucken, ob der überhaupt langt. Kleine Drecksding. Aus. Fertig. So ziemlich, ja. Das bereiten wir vor. Glatt wie eine Flunder. Beiden Pfannen heiß machen. Es kommt schön ordentlich Öl in die Gusspfanne. Ah. Weil ein Schnitzel ist wie ein Fisch, der muss zweimal schwimmen. Und normalerweise Originale wird in Butterschmalz gebraten, aber bis hier so viel Butterschmalz drin hat, wären das wieder 50 Euro gewesen wahrscheinlich oder so. Deswegen wird jetzt normales Öl. Der riecht auf jeden Fall geil. Und außerdem tut er auch richtig gut. Du musst jetzt auf jeden Fall mal halbieren und dann wird getastet. Kann sein, dass du ein kleines Platzproblem hast. Ja. Weg. Alles oder? Brauchst du das jetzt? Nee. Ja, doch. Zum Panieren gleich. Ach, lass ein. Alles gut. Aber heiß, pass auf. Geil aber, gell? Ja. Nicht ganz so groß, aber trotzdem geil. Ja. Gute Reflexe. Okay, jetzt geht's weiter. Auf zum. Wie läuft's in der Panierstraße? Läuft. Platz langt auf jeden Fall. Erstmal. Aber enge Kiste halt. Obwohl wir ja eigentlich gar nicht so viele Sachen haben, ne? Ja. So, dann kommt zum Panieren. Hier mach ich die Eier rein. In die kleinste, oder? Mhm. Öltemperatur mal abchecken. Ich denke mal so 170, 180. Wie viel haben wir jetzt? 130. Ich denke, das mal ein bisschen runtergestellt. Gucken, wo wir uns einpendeln. Dann verkühle ich gleich noch das Ei und dann fange ich mit den Bratkartoffeln an. So sieht man dann aus, wenn man blind ist. Und am Ei verkühlen, beim Wiener Schnitzel. Man soll die nicht ganz verquälen. Und dann so, dass man einfach noch ein bisschen das Eiweiß sieht. So, das langt schon. Sieht gut aus. So schnell geht's. Und jetzt mal rein damit, ich bin gespannt. Ne, jetzt kommt erst die Kartoffeln. Die Kartoffelchen. Ah, jetzt kommt noch Speck rein. Die wird erstmal schön ausgelassen in der Pfanne. Ich war ein bisschen hochstellen, oder? So, auf die volle Stufe schon, oder? Nee, ist auf der niedrigsten. Echt? Ja. Dann mach höchste. Hä? Dann mach höchste. Ich dachte, die wären auf Max, oder? Nee, die waren auf Minimum. Ich dachte, die wären alle auf Max, dann hab ich alle noch einfach ausgemacht. Lul. Ich glaube, es wären richtig saftig, knaftige Bratkartoffeln. Vielleicht wären es auch Matschkartoffeln. Mal sehen. Hoffentlich nicht. Matschbrat. Matschbratkartoffeln. Matschbratkartoffeln. Jetzt haben wir neue Rezepte erfunden. Matschkartoffeln, Alter.
Wir haben jetzt hier nochmal umgerüstet auf eine ganz klassische elektrische Herdplatte. Da kann man die Hitze ein bisschen besser regulieren auf die Pfanne. Es ist halt einfach doch ein Grill, ne? Es ist ein Grill. Ja. Keine Herdplatte. Machbar ist trotzdem, aber so schon besser. Ja, es wird ein bisschen zu heiß. Ein bisschen runterstellen. Mach's doch auf ganz klein. Das wird schon passen. Nick ist halt einfach ein Experimentierer, ne? Jetzt immer so ein Stück Bacon frittiert. Oh. Auf Zange, Zange, Zange. Auf jeden Fall vorwärts. Das ist der Klang von geilem Essen. So, hier geht's auch langsam vorwärts. Ich packe heute mal mit an. Guck doch mal die Scheibe Bacon an hier. Oh ja. Goldbraun. Ein bisschen abtropfen lassen und gleich probieren. Ich muss probieren. Fokus, es ist heiß, Fokus. Da. Falschkrank. Ich mach ganz was anderes. Kussbrühe. So, der Bacon ist jetzt fertig, fast soweit. Jetzt kommen die Kartoffeln dazu. Und erstmal bei Bratkartoffeln erstmal wichtig, erstmal liegen lassen. Einmal verteilen und dann erstmal ein bisschen liegen lassen, dass sie schön Farbe ziehen können. Bisschen wie Tetris, ne? Ja. Nur heißer. Und fettiger. Dauert schon wieder alles viel zu lange hier, ich hab Hunger. Ich frag niemals zunächst, wie lange das Essen dauert. Ah, frittierter Arm. Das tat so weh. Frittierter Arm. So, jetzt kommen wir zum Würzen. Einfach nur Salz und Pfeffer. Mehr ist es nicht. Beim originalen Kalbsschnitzel. Manche machen noch Paprikapulver und so ein diese Schnitzel, aber original nur Salz, Pfeffer. Fühlt man sich gleich wie am Freihofsplatz mit der Pfeffermühle. Ja. Noch nicht zu viel, weil es ja auch ein dünnes Stück Fleisch und wir würzen ja beide Seiten. Bevor es denn zu salzig wird, will ja kein Mensch. Zu viel Pfeffer gibt's nicht. Aber auch nicht übertreiben. So, sobald die Kartoffeln kurz am Ende sind, wird es schneller durchgezogen und in die Pfanne gehauen. Das sieht schon köstlich aus jetzt. Und lassen wir uns mal die Zwiebeln und der Knoblauch drin. Es wird nochmal viel geiler, wie es noch riechen wird noch. Boah, der Speck ist schon sehr, sehr geil. Mhm. Probier doch mal ein Speck. Nee, ist mir zu heiß jetzt. Ach, stell dich nicht so an. Das hängt auf fest, Alter. Boah, nee, das ist auf der anderen Seite zu latschig. Nick hat wieder hier seine ganzen Groupies. Die sind nur da, weil es Essen gibt. Die mögen mich eigentlich gar nicht. Das ist jetzt das Finale quasi, ne? So, das noch kurz mit angeschwitzt. Das gleich kommt der Schnitzel dann in die Panierstraße und ab in die Pfanne. Und dann wird endlich probiert. Oh, der Geruch kommt schon. Geil, direkt. So, jetzt geht's an Panieren. Einmal schön ins Mehl. Nicht viel andrücken. Beide Seiten. Abschütteln. Einmal durchs Ei ziehen. Dass überall schön Ei dran ist. Das war knapp. Einmal ins Paniermehl. Auch hier nicht andrücken. Wir wollen ja eine schön luftige Panade haben.
So, jetzt nochmal kurz die Kartoffeln schwenken. Oh ja, oh ja. Wenn ihr das gerade riechen könntet. Drauf und Schnitzel in die Pfanne. Ja, warte mal ganz kurz. Da muss ich mir noch kurz meinen Handschuh anziehen. Jetzt bin ich mal gespannt. Muss auf jeden Fall Lillige weg, die Pfanne ein bisschen in Bewegung bleiben. Hoffentlich wird die Panade auch schön ein bisschen blasen. Dass es nicht unten anbackt, oder? Ja, und dass die Panade auch ein bisschen blasen wirft, dass ein bisschen in Bewegung bleibt. Wie lange brauchst du jetzt in der Pfanne? Nicht lang. Gleich wenn es golden braun ist, ist gut. 3-4 Minuten, sage ich. So schnell geht's, das waren es jetzt 2 Minuten. Also müssen wir mal ein Stück Zebra runterlegen. Ganz kurz liegen lassen. Kartoffeln nochmal schwenken. Das ist unfair, du siehst immer eine Millisekunde. Und dann wieder nett. Und dann wieder nett. Ach, das ist lecker. Oh, richtig lecker. So, angerichtet ist. Sieht doch richtig geil aus. Jetzt willst du in so einem geilen Restaurant bestellen, gell? Wird es 20 Euro kosten, der Teller. Panade, hoffe man hört's. Schön kross, schön Blasen geworfen. Ich mach schon mal ein Stückchen ab. Schön die Panade abgelöst vom Fleisch, bisschen ein paar Blasen geworfen. Erstmal ohne alles. Schneid nochmal ein Stück ab. Buttertart. So ein Stückchen mit Zitrone, bisschen. Boah. Butterweich, gell? Ich glaube, das beste Schnitzel, was ich jemals gegessen habe. Hier noch ein bisschen mit Zitrone. Schon drauf. Ja, ist schon drauf. Auch immer wieder geil. So, Preiselbeeren. Das ist das krasseste Schnitzel, was ich jemals gegessen habe, ne? Schon sehr geil. Noch einen Ticken mehr Salz beim nächsten Mal. Boah, was ist jetzt heiß. Was kannst du jetzt schon? Hab schon nie gegessen mit Preiselbeeren. Ist gut, aber brauchst du das halt unbedingt. Also ein, zwei Stücke kann man damit essen, gell? So, noch die Bratkartoffeln. Hm. Nichts für mich. Schon ein Stück Zwiebel, Bacon, Kartoffel, schöne Farbe alles. Klassiker. Salz. Aber schmecken trotzdem. Und ich probiere hier auch. Die Wien, glaube ich, auch noch mal ein bisschen auf die Panade. Probiere hier auch einfach mal. Ich baue mir mal hier so einen Kasten. Ich muss immer eins mit der Hand probieren. Nicht so matschig wie erwartet, gell? Schön Kartoffeln, schön weich. Perfekt. Mit Salz ist auch besser jetzt, ja. Nick, du hast wieder selbst übertroffen. Dann machst du jetzt noch ein paar. Ihr liked das Video, abonniert, wenn ihr Lust habt. Glocke aktivieren, Insta folgen. Für weiter so geile Sachen. Mal was Klassisches heute, kein Barbecue-Gericht, einfach mal was anderes, was Geiles. Einfach zum Nachmachen. Mach nochmal so.
Daraus machen wir ein Thumbnail. Wo, wie? So? So, ja. Warte, mit dem ganzen Schnitzel auf der Gabel. Hält? Ja. Nee, du musst so halten. Nein. Und in die Kamera gucken. Jetzt habe ich mich gar nicht verabschiedet. Leute, Danny kocht jetzt noch ein bisschen. Wir haben alle Hunger. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Peace. Ciao.